Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle, den Ultra Mapping Man. Ja, wir müssen Strohpresse. Es nützt nichts. Druck ist da. Wir haben Eile. Lass uns mal losheizen. Damit wir das auch mal hinkriegen. Ne? So, schalten ist immer wichtig. Damit der Laden auch laufen kann. Die kann sich schon mal ausklappen. Wir brauchen auch noch Stroh in Stahl. Und dann müssen wir mehr. Hyundai ist noch fleißig an Düngeritis, man. Den müssen wir auch gleich eben noch wieder umsetzen, schätzungsweise, bevor wir anfangen zu pressen. Und hier. Oh, Kollege, Kollege, Vorsicht! Nimm das auch mal mit. Kostet ja alle Geld. Kommt der weg? Nee, hey, guck mal. Und wir eben hier mit Schub um eine Kurve fahren. Ja. Da merkst du die Leistung, wa? Sag ich immer wieder. Da merkst du die Leistung. Und dann macht den ja gar nichts im Körper, ne? Ehrlich! Hier schon geflasht, ne? Hat der von Durchzug hat? So, dann bringen wir erstmal hier Spontenpresserchen rein, damit wir auch nicht Stroh zusammenkriegen. Ist schon wichtig. Damit wir auch übers Jahr kommen, ne? Wird sich aber schwierig gestalten, weil es scheint gar nicht so viel haben, ne? Ausweg runterschalten, jetzt zieht er sie durch. Also hier immer wieder einen roten ist und davon gefahren ist. Ja, hier ist schön, wenn wir ein bisschen Stroh zusammenkriegen, aber ganz ehrlich. Wir brauchen das Zeug. Nicht müssen wir zukaufen, nützt nichts. Was willst du sonst auch machen? Wenn du nichts hast, hast du nichts. Dann musst du halt kaufen. Gut, dass der jetzt hier so windig ist. Aber ich habe auch einen Fahrstil drauf, du. Leck mich fett. Nicht so günstig. Ja, ich will auch nicht alles verschwenden. Ist da noch keine Balle raus? Kann's ja nicht sein. Und wieder brauchen wir aber. Den können wir direkt von hinten den Strom mitkommen, mitbringen. Ne? Bevor wir mit dem Bollenbogen zum Hof heizen. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Schick, genau. Kommt der hin? Nee, ne? Kommt nichts zusammen. Uncool. Naja, gerade Redeflow. Hab schon ein paar Videos heute gemerkt, wenn wir immer wieder ein bisschen Ruhe haben. Wenn wir Stroh zukaufen, dann fahren wir nachher mit dem Jahrzehnt. Muss ja eh einen Ballenwagen von Händler holen.
kaufen wir direkt so ein paar Strohbälleckes. Nehmen die dann mit zum Hof, laden die App. Dann sind wir da. Oh, wir haben schon eine Balle. Juhu. Dann sind wir da auch jetzt mit so ein bisschen safe, ne? Klar kann man sagen, kannst du ja sparen die Arbeit. Aber wenn der Wagen da über den Händler steht, können wir das eben aufladen, holen das zum Hof. Das ist zumindest meine Denkweise, ne? Also viel Fläche haben wir nicht mehr. Wir haben nur eine Fläche dann. Den Weizenschlag ist dann noch über. Und das war's. Und Wasserfahren müssen wir unbedenken. Kommt nicht ganz aus, aber ist auch nicht schlimm. Wie die Bahn überhaupt nicht, weiß ja nicht so genau, ich bin ja kein Profi. Ähnlich, ähnlich, ähnlich. Vom Allerfeinsten. Haben wir die ersten Teil der Ernte abgeschlossen, aber ich muss mal überlegen, ob wir eben häckseln oder nicht. Und wenn wir häckseln, hier fällt 15, dann können wir nämlich komplett alle Wiesen einschlag Heu mähen. Und dann haben wir da auf jeden Fall en masse Ruhe, weißt? Und da kommen wir bestimmt ohne was vom Häckseln zusammen. Deswegen. Da müsste man überlegen. Aber ich würde ganz gerne erst noch ein bisschen Dünger drauf knallen, damit er ein bisschen sich regeneriert im Malz, weißt du? Weil so mit 0% Dünger ist ja auch doof. Müssen wir gleich eben Mourinho neu umsetzen, ne? Und dann passt er. Ja, dann machen wir das gleich eben fix. Jetzt wir eben den Jon mal hin. Muss aber, glaube ich, Dünger holen. Das passt ja hier richtig gut mit der Balle. Nicht? Perfekto! Stroh in den Stall schmeißen, ne? Da war gar nicht genug drin. Eine Mische müssten wir eigentlich auch noch machen. Schwierig. Aber das kriegen wir noch hin. Wir setzen jetzt eben den Hyundai um. Das ist ja dumm, ne? Komm, hier lang. Ja, den machen wir eben noch voll. Machen wir einen Gang hoch oder so? Ja, das ist jetzt sogar. Ich hatte das mal belegt. Wo habe ich das denn hinbelegt? Geht gleich weiter, keine Panik. Bisschen Gänge, Gänge, Gang, 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 Gang. Gang hochschalten, Gang runterschalten. Ah, okay. Alles klar. Probieren wir aus.
eine Taste, der eine Gangschaltung. Wir sehen. Guck mal, die heizen die Schilder nicht um, ey. Das ist richtig tutti, ne? So soll's sein. Komm mal eben voll den Laden hier, du Kollege. Hoffentlich sind ja diesmal drei Leute mit Alu-Schippe drin. Letztes Mal war das schon so ein Gedönsel, ne? Da haben wir da so lange gebraucht. Jetzt ist der Helga hier schon wieder. Guck, da läuft der Mara, hier ist der Helga. Irgendwie ist er hier immer unterwegs, so. Das geht nicht. Der Abflug, dann ist die Maisfläche dumm. Und dann machen wir Tür zu. Ein bisschen zugig heute. Entspannt, ne? Hier, Chicken Hyundai von Lars Asnick, ne? Müsst ihr euch, gönnt euch. Seht ihr, oh nöts. Kommt von Lars, ne? Wisst ihr direkt Bescheid. Link zur Lars Seite gibt's ja, ne? Unten in der Videobeschreibung, ne? Dann braucht ihr da gar nicht länger rumsuchen. Klickst du drauf und... Schwuppidiwupp. Louis de Funès. Da müssen wir auch noch ein Düngerchen drauf machen, ne? Denn wir können ja auch hier Abkürzung fahren, oder? Herrlich, herrlich, herrlich. Guck mal, steht ein schicken Schlepper auf der Fläche. Wen gehört den denn? El Perfecto. Das ist wichtig, dass der Laden fertig ist und rennt. Nee, wir werden Hexe. Ich sag euch, wir werden Hexe. Dann können wir nämlich einen ordentlichen Schlachoi dieses Jahr machen. Da haben wir mehr von. Du machst das hier eben fix. Ich habe nämlich noch andere Sachen, tada. Dann mach mal MZ. War das Schade, die hier rumwühlt? Nein, ne? Ne, war sie nicht. So ist es. Kollege Vorsee, verbeulig. Wir brauchen noch ein paar Grasballen für die Schafe, ne? Können wir diesmal auch mal in Ausnahmsweise einmal pressen, obwohl er nur, ja, nicht so realistisch ist, aber wollen wir da ein paar Grasballen haben. Also wir müssen einmal hier über den Acker drehen. Oh ne, ich habe falsch angefangen. Wir haben doch hier angefangen, ne? Da war doch das Malheur mit dem Schild immer. Komm mal an den Hobel. Und dann läuft er. Läuft, gesehen, der fast nichts liegen lassen. Perfekto. Perfekto.
Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken des Videos. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!